So, wir sind jetzt hier in Embach und wir laufen die Kitzlochklamm. Da gibt es einen kleinen Durchgang drunter. Leute, also das ist wirklich mega. Erste Glasgeld. Im neuen Domizil. Jetzt bin ich sehr schön. Das Frühstücksbuffet ist wirklich wunderbar. Leckerer Kaffee. Ich freue mich schon drauf. So kann der Tag beginnen. So, und was wir jetzt gleich kriegen, ist Rührei. Ich freue mich schon drauf. Lecker. So, Dessert. Dankeschön. Was haben wir gekriegt? Ganz frischen, leckeren Rührei. Cool. Hey Leute, wir sind unterwegs zum Kitzlochklammer Wasserfall und schon Tour. Weg dahin ist wirklich beeindruckend mit den nebelumhüllten Berg. Es sieht wirklich geheimnisvoll aus. Schaut mal. So, jetzt sind wir hier in Embach und wir laufen die Kitzlochklamm. Eine kleine Rundtour, die wir hier rausgesucht haben, circa 10 Kilometer. Es gibt da verschiedene Streckenführungen. Wir verlinken es euch unten mal in die Beschreibung, dass ihr, wenn ihr hier seid, auch nachlaufen könnt. Wir wünschen euch viel Spaß. Bis später. So, wir sind jetzt gestartet. Es regnet ein bisschen, aber es soll gegen später aufhören zum Regnen. Und ja, wir lassen uns überraschen. Jetzt am Anfang ist der Weg nur ein bisschen schotterig, aber ich denke, es wird nachher mal richtig schön werden. Auch eine schöne kleine Holzhütte, gefällt mir. Wunderschön hier die Gegend. Wir sind übrigens jetzt hier auf 1064 Meter, also eine ähnliche Höhe, wie wir es zum Beispiel im Schwarzwald haben. Einfach herrliche Gegend hier. Am Anfang war die Tour noch relativ große, breite Wege. Und jetzt haben wir hier so kleine Wurzelpfade, toll. Hier ist einfach nur schön zum Laufen. Schön wurzelig, schöne Wege, einfach toll. Und das Einzige, was wir hier hören, ich muss ein bisschen gucken, wo ich hier laufe, wegen den ganzen Wurzeln. Man hört nur uns und man hört so Wasser. Wir sind hier wahrscheinlich demnächst am Wasserfall. Einfach schön, sonst hört man hier nichts. Die Tour, da. Laufen wir entlang, oder zumindest ein Teil davon. Schaut euch hier mal den Wasserfall an. Einfach herrlich. Und der fließt ja einfach über den Weg drüber hinweg. Und hier oben der Wasserfall. Das Wasser geht hier unten nochmal weiter. Richtig schön hier. Herrlich. Die ganze Zeit hier am Weg haben wir links oder rechts so kleine Felsvorsprünge. Sieht richtig schön aus. Schaut mal selbst. So macht das Lavandern Spaß. Guck mal her. Und da hinten auch ein richtig schöner Wasserfall. Dann geht es hier in Brückle entlang und hier die Felsen überall. Musik.
Schneller, komm! Komm! Du schaffst das! Prima! Fein! Einfach schön hier. Der Mann, der aus dem Felsen kam. Wie sie überall runtertropft. Und da gibt es einen kleinen Durchgang drunter. Kopf einziehen. Jetzt kommt eine richtig coole Stelle. Eine kleine Brücke führt hier über den Reichsee den Fluss rüber. Und dann hier diese Felswand hoch. Das ist einfach phänomenal, diese Aussicht. Und da geht die Brücke rüber. Und schaut euch mal diese Felsen an. Herrlich. Hier direkt am Anfang ist schon der Wahnsinn. Also Helm ist hier auf jeden Fall Pflicht, wenn man das hier so anguckt. Da kann dann auch mal ein Stein runterfallen. Und dann geht's hier über die Brücke. Ja, dann gehen wir mal. Oh, ist das geil. Ist das geil. Leute, es ist wirklich mega. Das Rauschen vom Wasser hört es vielleicht. Also ich finde es total entspannt, wenn er durchgeht und Wasserfälle mögt und Rauschen vom Wasser. Absolute Top-Empfehlung. Die Klamm ist ca. 1500 Meter lang und kann in den Sommermonaten gegen Eintrittsgebühr von 7 Euro Stand 2021 besichtigt werden. Im Eintrittsgeld ist auch die Leihgebühr für den Schutzhelm mit dabei. Ihr solltet auf jeden Fall feste Schuhe und Trittsicherheit mitbringen. Unter nassen Bedingungen kann es auch mal rutschig werden. Und hier den Steinwänden entlang, auf diesen Holzbrettern, auf dieser kleinen Brücke, einfach herrlich. Und hier der reißende Fluss, toll. Mega schön. Ja, das sieht richtig romantisch aus. Das ist nochmal echt cool. Was ist die Beine? Das ist voll der Wahnsinn. Ja. Da hinten sind wir vorher drüber gelaufen. So, und hier machen wir eine Pause. Ich schätze mal ziemlich mittig von der Kitzdorf Klamm. Hier ist übrigens auch ein Versuchsstollen, ein Goldgräberversuchsstollen. Da gehen wir nachher noch mal kurz rein. Ich zeige euch das dann mal. So, und da ist nämlich eine kleine Bank. Und da geht es zu diesen Versuchsstollen. Da gehen wir nachher mal hin. Echo. Oh. Es sieht auf Maps aber recht lang aus. Ah, die heilige Barbara hängt da. Und da an der Wand, da ist wohl ein Klettersteig. Und jetzt ein paar Meter weiter hätten wir hier auch eine schöne Stelle gehabt, um Festspaß zu machen. Hätte ein paar Meter noch gelaufen. Hier, schaut. Und hier müssen wir die Treppe hinunterlaufen. Gut. Thank you.
Schaut euch mal den Wasserfall an. Wahnsinn. Herrlich. Aber auch Kletterer kommen hier auf ihren Genuss. Hier gibt es einige Klettersteige. Leute, schaut euch diese Aussicht an. Mega. Die ganze Schlucht entlang. Geil. Da sind kleine Entchen. Und da hinten. Was sind da? Steinböcke? Ziegen? Hey Leute, das war die Kitzlochklamm. Unser Fazit, also definitiv Hunde geeignet, wunderschöne Tour. Bei den Hunden muss man auch sagen, wenn die Hunde keine Metallbrücken mögen und ziemlich groß sind, also Neufundländer, würde ich jetzt auf die Tour nicht mitnehmen. Den Kleinen könnt ihr tragen. Und die Hunde, die sollten halt auch so Holzbrücken mögen, aber sonst ist es wirklich kein Problem. Also Holzbrücken, und dann gibt es auch mehrere so Eisenbrücken mit so Lochgitter drin. Die Hunde, die da darüber nicht drüber laufen möchten, die müsste sie ja tragen, wenn er halt zu groß ist, dann ist es halt schwierig. Ja genau, und eben Treppen soll ja auch sehr fein sein. Also es sind dann wirklich sehr viele Treppen bergauf, bergab, je nachdem, wie man die Tour dann laufen möchte. Aber ja, hat mich geflasht. Also definitiv ein Go für die Kitzlochklamm. Ja. Definitiv, wenn ihr hier seid, Salzburger Land, Kitzlochklamm, die müsst ihr auf jeden Fall machen. Also, dann bis später. Wir fahren jetzt zurück zum Hotel, machen uns frisch und dann melden wir uns heute Abend nochmal. Bis später. Ciao. Hier eine Salatbar, richtig schön angerichtet. Eine kleine schöne Bar. Hallo zusammen. Wir haben uns jetzt ein bisschen frisch gemacht und sind jetzt beim Abendessen von unserem Tag 1 oder Tag 2 eigentlich. Genau. Wir sind übrigens im Mühlbachstübel drin. Wir verlinken euch das unten nochmal in die Videobeschreibung, falls ihr hierher kommen wollt. Lohnt sich wirklich, das Essen ist total lecker. Ja, viel selber gemacht ist hier und Salatbuffet jetzt auch an Tag 2, ne, so viel man möchte. Das darf man Ihnen zum Trinken bringen. Wie gesagt, das Essen ist total lecker. Und was haben wir heute Abend? Ein Bauernomelett. Und als Vorspeise gibt es gleich eine Kürbis-Ingwer-Suppe. Ja, da zeigt sich auch, was der Chefkoch in der Küche gezeigt hat. Genau. Genau. Nachtisch. Ein leckerer Nachtisch. Und danach, dann schauen wir mal, was wir machen. So. Was Gutes, auf jeden Fall. Also bis später.